Hey, wie geht das hier? Ah, jetzt an. Hast du hinbekommen? Ja. Stark. Ja. So, wir fangen gleich damit an. Und somit auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt ja auf jeden Fall DJ Nick wieder als Kameramann, ne? Lange nicht gesehen. Schön auf jeden Fall da zu sein. Im letzten Video bei die Aerox habt ihr ja gesehen, worum es geht halt, ne? Dass ich jetzt den Umbau starten will. Eine Woche haben die noch Zeit, bis zum Sonntag, bis zum 30. Ne? Und dann geht es auf jeden Fall rund. Ich Das habe Ergebnis steht dir eigentlich schon eigentlich fest. schon, ich habe Seit gesehen, Tag 1 sogar. das wird teuer auf jeden Fall. An den Top-Kombi hat. Ne? Also, wenn ihr das Video noch nicht geguckt habt, könnt ihr gerne auf das Video zurückgreifen. Das ist das vorletzte Video. Ja, wir nähern uns jetzt den weiteren Schritten. Wir werden jetzt erstmal diesen Motor hier gleich rausbauen. Ja, der kommt auf jeden Fall erstmal raus. Und dann geht es an die weiteren Schritte auf jeden Fall ran. Das Ding ist, kriegen wir, ich hoffe, es ist eigentlich einfach, Safe. den Motor rauszubekommen. Das ist eigentlich eine Sache von 10 Minuten, sagt man ja immer so. Ansonsten, ich hol die Flex Ja. an, Flex mir die Subframe. Nix sagt man immer beim Video von der Aerox von seiner damals. Habe ich auch einfach abgesehen, weil wir die nicht rausgeschlagen bekommen haben, Alter. Das war auch um 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens, ne? Wollten auch niemanden belästigen jetzt. Ja, wir werden dann auch noch sehen, auf jeden Fall, was für ein Setup da richtig verbaut ist, ne? Jetzt ein Racing drunter sitzt, da soll ja ein Stage 6 Racing drunter sein. Eine Stage 6 Vario, glaube ich, ne? Getriebe soll auch ein längeres Das sein. soll auch noch ein längeres sein, genau. Und das schauen wir uns dann natürlich für euch an und gucken. Wir machen eine Begutachtung so gesehen vom Motor. Ob wir verarscht worden sind oder nicht. Aber ich gehe mal davon nicht aus. Aber ich gehe mal davon nicht aus. Wir werden es ja später sehen. Das Setup, was da reinkommt, wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr teuer. Also, schon mal ein Rest in Peace an mich. Das Spendenkonto steht noch offen, falls ihr spenden Rest in wollt. Peace. Könnt ihr gerne spenden, ne? Link ist unter dem vorletzten Video in der Beschreibung drin. Ne? Aber ich würde mal sagen, lass uns anfangen, ne? Mit dem Motor erstmal jetzt rausballern. Und ja, eigentlich haben die Leute das zu oft schon gesehen, wie man so einen Motor rausbaut, oder? Ja. Wir nehmen euch mal einfach so ein bisschen die ganze Zeit mit. Ab und zu lassen wir die Kamera laufen. Nick hat auf jeden Fall eine richtig geile Schrauberwerkstatt. Die wird brutal, Junge. Jetzt können richtig geile Schrauber-Vlogs kommen. Das sieht wild. High-End-Motoren von N-Performance. Genau. Die machen wir da auf jeden Fall fertig. Das wird ein schönes Projekt. Ein bisschen zu schade eigentlich, den jetzt komplett zu zerlegen, ne? Es ist halt eine Bastelbude. Ja, von Anfang an war es Guck ein mal, alleine bisschen. hier das Rücklicht, den Carbon. Ist das überhaupt legal? Ich weiß nicht. Nein, niemals, hundertprozentig Ich nicht. glaube, sogar ein Blackline-Licht wäre legaler. Da geht doch nicht mal Licht durch. Auch sehr viel carbonlastig. Für die, die fragen, das ist echt Carbon auf jeden Fall, ne? Safe. Carbon Fiber. Carbon Hier, das Fiber. ist Carbon Fiber, das ist Carbon Fiber. Hier auch. Carbon Fiber. Carbon Fiber Griffe. Carbon Fiber. Carbon Fiber. Carbon Fiber. Ja, aber sonst, der ist ein R-Design-mäßig, ne? Golf R? Golf R-Design. Ich würde es auf jeden Fall sagen, wir schrauben den Motor jetzt auseinander. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Video. Abo und Like nicht vergessen, ne? 6,5 Stunden später. So. Wir haben jetzt den Motor auf jeden Fall schon mal so breit gemacht, dass wir den. Ja? Das ging aber schnell. Das ging schnell, ne? Halbe Stunde. Wir waren jetzt 20, 30 Minuten waren wir dran, ne? Das ist auf jeden Fall noch hell. Das ist auf jeden Fall noch hell und ein paar Beleidigungen sind geflossen von Nick. Also von mir an ihn, von ihm an mir. Wir waren kurz davor mit YouTube aufzuhören. Aber nein, das ist jetzt alles hier lose, die Feder ist lose. Die Subframe haben wir auch gelöst. Den Auspuff musst du sowieso abmachen, um den Sattel hier zu lösen. Ne? Du meinst die Felge? Die Felge. Ja, die Felge muss man. Den Auspuff muss man abmachen, um die Felge abzubekommen, um den Sattel abzubekommen wiederum. Ne? Tja, jetzt kommt Moment der Wahrheit. Wir ziehen den einmal ab. So. Emin, dein Einsatz. Einer muss unten den Motor auf jeden Fall festhalten. Was muss ich machen? Komm hier rüber. Halt den Motor einfach. Und halt den Motor. Weißt du, was der Motor ist? Ja, weiß ich nicht. Dass der du deinen Finger einklemmst, ne? Ey, Bruder, wieso mache ich diese Aufgabe? Es passiert nichts. Ist da noch irgendwas dran? Nein, ne? Nein. Ja, hier. Und jetzt legst stellen du wir den hier ab. Perfekt. Hier. Perfekt, Junge, was willst du mehr? So, jetzt haben wir den schönen Koloss hier draußen. Das ist.
Die wollen Stage 6 Racing, aber guck mal, das ist doch original, Alter, der Ansaugschutzen komplett. Ah, Membrane aber, wahrscheinlich auch, ne? Wenn man nur am Rumfuschen ist. Ja, Membrane ist wahrscheinlich auch noch original. Und guck mal hier, guck mal das Gehäuse. Ich schwöre, ich habe da nicht mal eine Schraube gelöst. Hört ihr das? Das ist doch die Lose. Also da waren sehr, sehr viele Schrauben waren da. Warte mal, ist da, doch, da ist nicht passende Schwarze dran. Oder? Dieses Stück, was da überguckt. Ja. Ach. Schauen wir mal. Auf jeden Fall begeben wir uns jetzt erstmal in den Tuning-Keller. Nicht mehr Garten, sondern Tuning-Keller. Und dann widmen wir uns den ganzen anderen Scheiß hier. Die Variomatik, den Zylinder gucken wir uns nochmal an. Ob der überhaupt Riefen hat, bin echt gespannt, Alter. Ohne Scheiß, ne? Klar hat der Riefen bei der Probefahrt. Glaube ich direkt auch. Direkt Vollgas ja. gegeben. Und ja. Hier. Oh, Baumarktschlauch. Das ist der beste Schlauch. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im Tuning-Keller. Bis gleich. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen im Tuning-Keller. Bei N Performance. Hier ist auf jeden Fall noch der alte TPR 80er Auspuff. Hier sind noch nichts Aeroxels. Boah, hast du die Folie schon gezeigt gehabt? Nee, ne? Ich weiß nicht. Wechselfelge für nix Aerox. Die passt auf jeden Fall nicht. Die passt nicht. Das ist gut. So, hier ist mein Alter. Hier ist der Auspuff von der Aerox, den haben wir auch mitgenommen. Als Deko. Ist nix schöner. HK Racing Auspuff mit dem Metra-Kit-Sticker. Denn nicht Keilriemen, also wir nennen uns hier der Roller Tuning Session, nennen wir uns hier auf jeden Fall. Tja, hier ist mein Motor. Das ist nix Motor. Was wolltest du eigentlich? Warum hast du ihn abgebaut? Simmerringe. Ah, der ölt oder was? Mhm. Hast du schon gemacht? Nein, noch nicht. Na, da kommen auch wahrscheinlich dann noch ein paar Videos dazu. Wir bauen jetzt erstmal die Felge ab und zerstückeln jetzt erstmal den Motor. Wir fangen jetzt erstmal mit der Felge an. Willst du den Leuten sagen, wie spät es ist? Boah, ist es, wie spät ist es? Jetzt ist gleich 1 Uhr, Alter. Wir haben es gerade 22.40 Uhr. Das wird eine Night-Schrauber-Session, wie man sie kennt. Aber das ist kein Problem halt da, ne? Wir sind hier schön im Keller. Hier ärgern wir auch keinen, ne? Werden wir sehen, wenn wir wirklich Nachbarn runter. Wenn die einfach klopfen werden. Wer würde gerne hier sitzen und uns beim Schrauben zugucken? Sag mal ehrlich, er hat das Privileg, uns auf diesem Sofa schön uns zugucken. Ich bin echt gespannt, was für Sachen da jetzt in der Waage und so verbaut sind. Ich habe ja, also wir haben ja seitdem gar nicht reingeguckt. Das ne? Gute ist, aber jetzt musst du aufpassen, es klatscht von uns runter. Auch wenn das jetzt gerade amateurhaft aussieht, wir sind eigentlich Profis in unserem Gebiet. Ja, in diesem Gebiet bist du auch Profi. Boah, schöne neue Felge habe ich jetzt. Die kommt zu meiner Sammlung. Digga, guck mal das Profil an, das ist doch schon fast semi-slick. Das ist auf jeden Fall semi-slick, das meinst du noch gut. Und das ist eher am besten. So, dann sind wir her, den Lachs. Dann sind wir die Schrauben nicht verdient. Ist das ein Japan-Import? Reinschreiben. Ey, oh mein Gott. Fühl mal, wie viel Belag hier oben ist. Und das ist krank, Alter, wie das abgefahren ist, ne? Das ist ehrlich abgefahren. Digga, bei dem Setup, was glaube ich hier verbaut ist, muss eh eine größere Bremsscherbe rein. Das hört sich gar nicht so gut an. Doch, doch, das hört sich gut an. Oh, das hört sich gut an. Das ist normal. Immer gut reden. So, jetzt kann man einmal den Block drehen. Guck mal, die Ware wurde ehrlich nur mit 3 Schrauben befestigt. Willst du was Lustiges wissen? Was denn? Hier waren doch überall diese Lackabplatzungen und so. Ja. Ich habe das hier genommen. Okay. Ich habe drauf getupft hier überall. Guck mal. Sieht aus wie neu. Ja. Zeig mal das Produkt. Geiles Produkt. Das war sogar die neue Packung, nicht die neue Produkt. Aber wer das Video nicht von der Speedfight kennt, da habe ich ein Speedfight gekauft aus erster Hand. Das habe ich auch noch. Das Video ist schon ein bisschen älter. Ne? Und da haben wir komplett die verblichene Verkleidung mit dem Produkt da von Sonax. Das ist geil, ehrlich. Also es geht auch auf jeden Fall auf Metall bis jetzt. Haben wir die komplett wieder auf Vordermann gebracht. Das ist aus wie neu. Wir müssen es wahrscheinlich eh an einem wenden, um den Motorblock Spindeln zu lassen. Spindeln, genau. Auf jeden Fall, um den spindeln zu lassen, den Motorblock, müssen wir eh den irgendwo abgeben oder werden wahrscheinlich dann dabei sein, das verfilmen. Hat der Abrieb oder so? Oh, guck mal, die Stege sind auf jeden Fall gemacht. Der hat richtig Abrieb. Guck
guck mal den Riemen, Junge, der, wie so dünn dreckig. Der ist. Boah, das, guck mal, das alles abrieb vom Riemen, siehst du das? Hier. Auch guck mal, wie dünn der ist, diese ganzen Fasern. Der ist auch schon richtig dünn, ey. Also der hat die besten Tage hinter sich. Guck mal, die Farbe ist nicht mal ganz hoch bekommen. Jo, guck mal hier. Der ist nur mittelmäßig hochgekommen. Der hat die ganze Leistung gar nicht ausgefaltet. Also, ja, geht. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall, ja, hier haben wir eine, also Stage 6 Vario, die werde ich behalten, die ist geil. Und ja, die, das Gute ist, die Stege sind schon gemacht und das sieht relativ gut aus, wenn man es hier sich anguckt. Ne? Das muss bei mir auch gemacht werden. Guck mal, hier auch oben. Also hier war mal ein Oversize drauf, ne? Nein, der hat das schon so gemacht. Meinst du? Er dachte bestimmt, er muss das machen. Er muss das machen, ja. Okay. Ey, das ist nicht die Originale, oder? Das ist Stage 6 Sport Pro. Das ist gut. Sport Pro auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ich bin auf den Wandler gespannt, was das für ein Wandler ist. Ob das auch noch der Original ist? Oder nicht? Mach kurz und schmerzlos. Ja, einfach nein. Nein, das wird nicht so laut. Zack, guck doch. Mach auf. Immer merken, wie ihr sowas abbaut, falls ihr es wieder zusammenbauen wollt, damit ihr nicht vergessen, welche Reihenfolge. Ich kann jetzt auch mal kurz was. So. Dann können wir mal gleich gucken. Digga, ist dieser Stern hier das Original, oder? Oder ist es auch nein, ich der dabei ist? Ich glaube, ey, das ist, kann sein für Peugeot oder so. Also, keine Ahnung. Wenn ich noch ein Nebengewerbe habe, haben wir hier die Feinwaage vielleicht. Können wir gleich gucken, was die Gewichte drin sind. Aber ich denke, da sind schwere Gewichte drin, weil der ist stimmt, langsam angefangen. Ist langsam, ne? Und diese Platte, falls ihr die halt immer benutzen wird, also, boah, die hat hier schon miesen Abrieb. So ein Grat, ein Stückchen weggebrochen. Das heißt, legt die immer auf so eine schöne weiche Oberfläche, damit die auch keine Kratzer kriegt oder sonstiges. Der Riemen könnt ihr einfach abziehen. Guckt die Waage raus. So, zack. Boah, so eine Billig-Vario. Boah, die sind. ZED? Ey, ist der gebrochen? Digga, was ist das denn, Alter? Die haben auch schon. Ey, der ist gebrochen. Ja, ja. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Hat das jemand von euch schon mal gesehen? Sie ist mies gebrochen. Wir können ja gleich gucken mit der gebrochenen, ob da ein Unterschied vom Gewicht her ist. Boah, guck mal, hier seht ihr, wie kantig der ist. Da ist nicht mal so schön rund. Wenn die so aussehen, eure Gewichte, müsst ihr die auf jeden Fall tauschen, ne? Weil der Roller läuft dann nicht mehr. Ja, ehrlich jetzt. Fehlt halt Gewicht, läuft nicht gleichmäßig. Dieses Lispelproblem bei mir. Wir gucken uns jetzt erstmal den hier an. Was wiegt der? 5,5. Was wiegt der kaputte? Oh, der ist noch super. Also 5,6 war dann drin, weil der andere war sehr abgenutzt. Wahrscheinlich, ne? 5,5. Ja, 5,6 war drin. Ja, die werden wahrscheinlich alle gleich viel wiegen. Von daher müssen wir nicht jeden einzelnen wiegen. Was ist das? Ich krieg den nicht mehr raus. Der gehört da auch nicht rein. Das ist kein Stage 6, Digga. ZED steht da drauf. Seht ihr das hier? Jo, hat er nicht gemeint Stage 6? Ja, also Sport? Da ist die erste Lüge rausgekommen. Also no front auf jeden Fall, nichts gegen den. Oder nichts gegen irgendwelche Rollerverkäufer hier. Ich bin auf das Getriebe sehr gespannt, ne, auf jeden Fall, was da wirklich drin ist. Ist das Originalgetriebe drin? Nein. Was hast du für ein verlängertes? Ah, oh, okay. Welches? RT. Habe ich alles auf Papier, muss ich zu Hause gucken. Angeblich ist das Ding 120 gefahren, oder was hast du gesagt? Mit ZX und leichte Gewichte. Ja. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, jetzt einmal den Wandler raus. Kein Problem für den Schlagschrauber hier von Einhell. Und den, guck. Und boah, den geil. Sowas kann man wirklich immer gebrauchen, wenn man an Roller schraubt. Vor allem die Waage. Boah, ey. Das ist ein Stage 6, das ist gut. Das ist ja auch ein Stage 6, ne? Street Race oder was ist das? Das ist Sport Pro. Sport Pro sogar. Ich sag jetzt schon mal, schenkst du mir die? Nein. Was? Bitte mit dem Motor hier raus. Ah, mein Finger. So. Boah, ist das. Ich weiß gar nicht, welche das ist, Alter. Kann man. Ist das die Torch Control? Die kannst du auch einstellen. Das müsste die Torch Control sein. Ja. Weil, guck mal, du hast die. Ja, Mann. Die sieht auch noch relativ neu aus, wenn man so guckt. Gewichte, also diese Wolfram-Gewichte, wo kommen die nochmal hin? Ich glaube jetzt. Die Frage ist, sollen wir den auseinanderbauen oder nicht? Nein, brauchen wir nicht. Okay, brauchen wir nicht. Also, wir haben hier eine schöne
Warte mal, der Wandler. Ist das ein, ich glaube, das ist ein Original. Das ist ein originaler, guck mal. Das ist ein originaler Wandler, okay. Willst du den Leuten noch was sagen, die nicht, dass geschrieben wird, wie da verkaufst du, verschenkst du? Ach so. Die Teile werden erstmal behalten. Die Teile werden erstmal behalten, ne? Bevor ihr jetzt fragt, wer, was verkaufst du mir das? Wenn ich was verkaufe, folgt mir auf Instagram und den Nick auch. Instagram ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung markiert, die Accounts von uns beiden. Und ja, wenn ich mal was verkaufen sollte, werde ich es über Instagram sagen oder mäßig erwähnen, werde eine Story darüber machen, dass ich das hier verkaufe oder was auch immer hier verkaufe von der Aerox. Wahrscheinlich werde ich Sachen verkaufen, ich weiß noch nicht was, aber ich stelle mir erstmal alles beiseite, weil man ist so ein Roller-Messi, das kennt wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch. Deshalb erstmal ein bisschen chillen, ne? So. Hat er den Wandler oder so bearbeitet? Also den, nee, hat er nicht. Digga, das sieht für mich auch verdächtig original aus, also das Primärgetriebe, ne? Wenn du das so anguckst. Ey, verabschiede dich von den ganzen Sachen hier. Ich sag mal so, dieser Zylinder gehört jetzt eigentlich mir. Ne? Also der Zylinder ist geil. Ich hoffe, der sieht noch innerlich auch gut aus, weil wir haben den uns angeguckt, ne? Und der Typ ist direkt mit Vollgas losgefahren, ne? Gerade angekickt. Der hat ihn angemacht, hat instant einen Burnout gezogen. Ist dann jo, er wollte uns zeigen, dass der Roller abgeht und zieht vor uns einen Burnout. Einen kalten Zustand. Falls du das Video siehst, ich wollte dich eigentlich beleidigen an dem Tag, aber ich hab's lieber gelassen. Boah, ich hab einen Newtonmeter lang gemacht. Auf jeden Fall. So, zack. Das ist auf jeden Fall ein langes Video. Ja, aber Schraubervideos sind auch geil, weil man lernt dadurch auch ein bisschen für euch, ne? Ihr könnt ja auch so. Also klar, von uns nicht, aber. Ja, das ist ja mehr Lachen frisch. Und ein bisschen Content für euch. Aber. Man lernt trotzdem ein bisschen. Und falls ihr euch auch an eurem Motor ranwagen wollt. Die sehen noch gut aus, die Gewinde. Tut es nicht. Junge, Digga, wenn Stehbolzen abbrechen. Das ist das Schlimmste. Ich kenne da jemanden, der hat einen Motor aufgebaut und. Ich kam auf die Idee, mit Newtonmeter anzuziehen und du hast dann... Guck mal, zum Beispiel der Zylinderkopf löst sich nicht, da könnt ihr eigentlich irgendwas... Das war bis zum löst sich okay. Doch. Okay. Man schon Hammer, einen Gummihammer? Erstmal gucken. Das Kühlwasser, stimmt, war der auch lief auf jeden Fall viel zu fett. Sag mal, das ist aber gut. Guck mal, das ist ein bisschen ist zu okay. Das ist zu fett, das ist jetzt nicht Prebro, aber das ist gut. Das ist sehr fett. Das ist schon in Ordnung auf jeden Fall. Also lieber zu, und der hat auch nur Kaltstarts in letzter Zeit gesehen. Und ne? Der ist auf jeden Fall fett gelaufen. Ja. So, den kann man einfach rausziehen. Geschmeidig raus. Der hat, guck mal, der hat zwei Dichtungen raus. Ich hoffe, er hat die Quetschkante gemessen gerade. Ich glaube, der hat zu viel Quetschkante. Oh. Jetzt Momente Wahrheit. Oh. Digga, voll gut. Oh, ja. Ohne Scheiß. Guck. Nein, das ist nur Dreck. Guck mal, hier unten. Oh, was ist das? Nein, nein, das ist nur Dreck. Ohne Scheiß, der lief. Guck den Auslass. Boah, das ist ein Sport Pro. Das ist nicht mal Racing. Und welcher Zylinder ist verbaut? Und diese Blinker legal Stage sind. 6 MK2 Racing. Es ist der Racing-Zylinder verbaut und dann schraubt man so einen Auspuff dran. Ich hab's vermutet, ne? Ich hab's auch vermutet. Ich hab's wirklich vermutet, Alter. Also. Das ist. Mir fehlen die Worte, ehrlich jetzt. Ohne ein bisschen beleidigend zu werden oder so. Dir wird erzählt, du kaufst einen Racing-Zylinder und den erkennt man. Racing. Wir haben uns auch viele Gedanken darüber gemacht, nach dem Kauf sogar. Ey, meinst du wirklich, dass da ein Racing drunter ist? Ja, warum soll er denn lügen? Von der Optik her sieht der gleich aus. Aber wenn du jetzt in den Auslass guckst, ne, guckt euch den an. Der ist durchgehend. Der Racing hat noch so einen Steg dazwischen. Damit halt, ne? Der halt stabiler ist. Genau. Und ja, das ist schon echt enttäuschend, du, wenn du das Video siehst, ne? Nee. Also man darf nicht alles glauben, was einem vorgegaukelt wird. Ich vermute, das ist auch noch das Originalgetriebe, dann könnte ich mir auch wirklich vermuten, nach dieser Aktion sagen, jetzt. Nach der Aktion gehen 150 Euro an PayPal wieder auf Martin sein Konto. Auf jeden Fall, guckt euch den Vergaser erstmal an. Warte, da haben wir auch noch was. Wo ist der? Das war angeblich ein Stage 6 Vergaser. Oder was auch immer für ein Vergaser. Auf jeden Fall ein magenhafter Vergaser, hat er uns gesagt. Was für ein Vergaser? 17,5? Nee, ein 20er Deloitte. Wir gucken uns den Vergaser an. Ein No-Name-Vergaser.
würdest du ja sofort irgendwo hier dran sehen können, dass das ein Vergaser vom Markt ist. Weißt du, was das Allerschlimmste ist für den Verkäufer? Was denn? Man hat es mit seiner Stimme auch noch auf Video angesehen. Ja. Also, das ist ja nicht gelogen, er hat es vor uns gesagt. Das hat er uns gesagt, dass er irgendeine Maske genommen hat, damit er, weil er keinen Luftfilter hatte. Die Maske kommt natürlich auch in den Müll. Ist auch irgendein, also der Choke hat nicht mehr funktioniert, ne? Boah, es war rumgefuscht. Also, es ist auf jeden Fall kein guter Vergaser. Ich zeige euch mal. Habt ihr schon mal jemals einen 42er Vergaser gesehen? Wie zeige ich den Vergleich jetzt? Der ist breit. Der ist so groß wie mein Kopf. Diesen Oschi an, Alter. Guckt euch diesen Oschi an. Guck mal jetzt. Schau, das erkennt man richtig geil. Digga, guckt euch diesen. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was hier für Leistung durchgehen kann, ne, durch so einen Vergaser. Das ist ein Kaihin. Original, voila original. Voila original, ne? So viel dazu. Wer was anderes sagt, der lügt. Der lügt, Alter. Der ist auf jeden Fall original. Ey, 500 was, Euro. Wenn ich gucken möchte, ob es eine Folge... Warte, jetzt bin ich auch gespannt, ob das die Original... Warte, stopp, wieder zurück. Stage 6. Ehrlich jetzt? Ja, mach es, komm, dann kann das da lesen. Ich sehe es jetzt nicht. Ja doch, da siehst du es. Da so, sieht man das auf Kamera? Ja, ist schlecht. Zoom mal richtig, geh mal richtig rein. Ach, wir werden ihn gleich eh rausholen. Das ist schon mal gut, weil die Originalkurbelwelle, die würde das nicht aushalten. Bei, ne? Minarelli nicht, aber Piaggio schon. Ja. Da kannst du die Originalkurbelwelle fahren. Also bei Minarelli, sobald es Richtung Speedway ist schon... Die geht eigentlich kaputt, die bricht durch. Ja, was heißt die bricht durch? Die hält es einfach nicht aus. So. Jetzt würde ich sagen, den Kolben halt mal raus. Hast du einen Spitzhänger hier? Mhm. Ja, ja. Ist das ein G-Clip? Nein, sind so... Ist Doppel-G, ja. Wie bei mir. Doppel-G-Clips, die sind gut eigentlich, die kriegst du leicht raus. Und so, zack. Und weg ist er. Also, brauchst du die noch oder was? Nein, aber trotzdem. Den kannst du eigentlich mit einem... Ja, kannst du es ausdrücken. Ey, wie ist es eigentlich, so verarscht worden zu sein? Also, es ist schon ein bitteres Gefühl, ne? Es ist fast schon so wie... abgezogen zu werden mit dem Roller, den wir, ne? Sozusagen, er hat uns einen 300 Euro Zylinder versprochen und jetzt einfach nur so einen 150 Euro Zylinder drin. Ja, das ist schon scheiße, Alter. Boah, das ist richtig ekelhaft. Das ist schon richtig dreckig, sag ich euch ehrlich. Man kann wenigstens die Wahrheit sagen bei sowas, ne? Ist ja nicht schlimm, ich hätte ihn ja eh genommen. Du hast nicht, leuchte mal halt kurz hier rein. Halt für die Hälfte weniger, aber wir hätten ihn genommen. Alter. Ihr müsst eure Augen schützen bei so einer Aktion. Weil die fliegen sehr gerne. Und am besten, guckt, ihr seht euch den hier jetzt an, der ist krumm geworden. Sofort immer ersetzen. Nein, platt machen und dann wieder drauf. Jetzt kann man die Bolzen schön hier raus. Lass sie nicht einmal drauf tragen. So. Ja, dann kommt der hier so schön wieder rein. Guck mal. Der hat hier auf jeden Fall ja, also schon ein bisschen durchgelassen. Hier, ja, das ist aber noch normal. Das sind eigentlich normale Gebrauchsspuren, um ehrlich zu sein. Ne? So, der hat jetzt nicht richtig gefressen oder sonstiges. Kann mir noch jetzt erstmal wieder reinschieben. Das ist ein Sport Pro. Einfach ein Sport Pro Zylinder, ehrlich. Ich würde ihn anschreiben, wirklich. Ach, das ist jetzt mir egal. Nein, das ist schon scheiße. Ja, was ist scheiße. Egal, das ist schon richtig scheiße, ne? Ach, ist ja egal. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Immer werden wir verarscht. Irgendwie werden wir verarscht, ne? Ja. Und wird nicht mal was gesponsert. Nee, auf das Thema ist wie. Die Dichtung kann man... Ich mach noch dreimal ja, Minimum. Ey, was haben die hier gemacht? Ehrlich, ne? Ey, ohne Scheiß. Was ist das? Was haben die mit den Getränken gemacht? Damit stichst du dich doch schon fast ab, Alter. Guck mal, da willst du so einen Powerade trinken, ne? Machst du so? Und stichst dir das halbe Auge dabei ab. Das heißt aber Power... 8. Boah, die Schrauben fühlen sich so an, als würden die noch nie gelöst, Alter. Die sehen auch noch original. Also zum Beispiel uns hat er auch nicht gesagt, dass, guck mal hier, jetzt sieht man es richtig. Leuchte mir hin. Hier ist eine abgebrochen, hier ist noch eine abgebrochen. Hier. Das. Also, das ist schon scheiße, ne? Aber bestimmt ging es viel von euch, so könnt ihr es ja gerne auch in die Kommentare schreiben. Ihr habt bestimmt schon mal öfters einen Roller angeguckt, auf dem Foto sah der boah geil aus, dann kommt ihr da an und denkt euch, Alter, ist das dein Ernst? Für was bin ich jetzt hier hingefahren? So nach dem Motto. Und meistens kauft man ihn dann trotzdem, weil man sich denkt, ich bin jetzt eh hier, man hat sich vielleicht über einen Anhänger geklärt oder was auch immer, oder einen Bulli reserviert. Und dann hat man den ganzen Salat, ne? Jetzt, okay, jetzt habe ich auch schon direkt gesehen.
Das ist original. Also jetzt nichts Besonderes, ne? Aber wobei, die Originalen sind wirklich sehr, sehr stabil, ne? Was heißt stabil? Einmal noch fürs... Das ist schwer, ne? Das ist... Warte nochmal. Da, sieht man? Das ist aber, die, ich glaube, die Pro-Replika ist das S. Wir haben sie eh gleich in der Hand. Aber die kann man noch behalten, die ist noch gut. Wir müssen die gleich... Ich habe extra schön Dorn geholt, jetzt diesmal beim Ausstreiten. So, das haben wir, den Anlasser können wir auch lösen. Gut für uns, der ist auch nur mit einer Schraube. Also der Motor war schon mal sowieso. Sind nur zwei. Der ist nur eine, ich habe schon geguckt, unten fehlt die Schraube. Ja. Hier ist hier zwei. So, René, das geht jetzt erstmal an dich, du guckst ja auch die Videos, ne? Ein RPS-System kennt ihr auch wahrscheinlich, der schöne 3D-Sachendruck. Warte. Ja, für die, die ihn nicht kennen. Oder seine Werke. Also er hat schon gesagt, er bietet uns viele Sponsoren für den Roller, den Ansaugschutz zum Beispiel. Oder die Abdeckung für den Anlasser hier, ne? So, jetzt haben wir den Anlasser jetzt auch draußen. Digga, der hat doch niemals im Leben funktioniert, Alter. Ich dachte schon, mein Motor war damals Fusch. Ja, da habe ich noch extra gefragt, funktioniert der Anlasser? Jo, der funktioniert. So, jetzt können wir uns der anderen Seite widmen. So, alles, was ihr hier habt, die ganzen Zahnräder, das muss eh später weg. Das ist ja für den ganzen Anlasser hier, das Zahnrad. Also, Top-Kommentar steht noch aus, aber wir befürchten, dass es sehr teuer wird. Sehr, sehr teuer. Der Zylinder. Top-Kommentar ist eins schon. Ja, gefühlt schon, ne? Aber ehrlich, was heißt gefühlt schon? Aber naja, es ist wieder geiler Content für euch, sage ich euch ehrlich. Es ist ja nicht schlimm, weil. Voraussetzung war, dass derjenige, der Top-Kommentar war, das auch alles bezahlt. Genau, das weiß ich noch nicht. So, das kannst du dann so rausholen alles. Sandra hat wahrscheinlich auch, ja. Hier irgendwelche Distanzhülsen. Innen drinnen müsste eigentlich ein Sprengring sein, der nicht vorhanden ist. Haben wir die Zahn hier? Ja, Mann, ne? Ja, ich hab hier... Guck. Super. Aber hier? Nein, das ist dann nicht. Da müsste eigentlich auch so ein Sicherungsring sein. Hier, der kommt hier rein dann, ne? Ja. Diese Kerbe. Also eine Kerbe kommt da rein, ist auch nicht vorhanden. Den Baum fiel nicht ein, weil die denken, der wird eh nicht rauswandern. Weißt du, wo bei mir der Simmerring ist? Der ist hier schon kurz davor. Ja? Der ist kurz davor. Okay. Erstmal die andere Seite. Die Lichtmaschine. Also die Zündung hier. Abbauen. Erstmal die Pumpe. Die bauen wir uns hier ab. Was wird hier verankert? Habe ich auch schon gesehen. Das sieht aus wie weggebrochen, ne? Ja. Also wenn ihr auf jeden Fall eure Roller auch tut, auch ich sag mal so, ein Racing, ein Street Race oder sowas groß macht, oder ein Pro-Zylinder, dann könnt ihr auf jeden Fall eure Wasserpumpe auch. Das ist ja noch, guck mal, die Original, also könnt ihr auf jeden Fall immer ändern. Ne, ihr müsst jetzt nicht auf... Ihr müsst jetzt nicht auf Akkusystem rübergreifen, sondern ihr könnt einfach was Besseres machen. Das Beste. Ja. Das ist geil. Abzieher. Haben wir keinen? Jetzt kommt dieses Problem wieder. Wir finden schon irgendwie was. Eine Ewigkeit später. Ihr könnt euch gar nicht denken, wie wir hier geflucht haben, ne? Wenn du keinen Abzieher hast für den hier. Für die scheiß Glocke hier. Alter, wie schmerz. Für die scheiß Glocke, wenn du wirklich keinen Abzieher. Wenn du wirklich keinen Abzieher hast für die Glocke, ne, wird das zu Qual. Da haben wir gerade ein bisschen hier unsere Taktik spielen lassen, haben wir den hier irgendwie zwischengeklemmt und auf die Kurbelwelle gedrückt und dann gleichmäßig angezogen und dann noch den Rest hier ausgehebelt, dann ist das Ding uns entgegengesprungen. Gott sei Dank hat das geklappt. Wie lange waren wir dran? Halbe 40 halbe Minuten? Stunde. Locker, Alter, ehrlich. Jetzt haben wir Gott sei Dank die Scheiße hier ab. Und jetzt können wir ganz in Ruhe hier hoffentlich mal die Schrauben hier vom Motorblock lösen, ne? Guck mal, hier. Da haben wir diese Schrauben. Und natürlich den Simmerringhalter, ne? Der fehlt bei dir, ne? Der ist auch wichtig wieder. Ja. Viele sagen, ja, den braucht man nicht und so. Viele verbrauchen den nicht, aber... Grüße an Dennis. Grüße gehen raus an Dennis auf jeden Fall. Hey, grüß dich, Dennis. Grüße zurück, Martin. Was geht? Alles fit? Ja, sehr gut. Der gesagt hat, man braucht den nicht. Okay. So, der hat sich schon mal gut gelöst.
So. Nee. Nein, nein, ist nichts. Ist nur der Simmeringhalter. Den gut aufbewahren. Ist der ölig? Bist du fröhlich? Ja, ist schon ein bisschen ölig hier drinnen, ne? Boah, Digga, die Schraube ist bomb. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Das ist immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kriegt richtig Angst dabei, die Schrauben zu lösen, ey. Weil wenn das jetzt bricht, haben wir die A-Karte gezogen. Deshalb habe ich gerade einen sauberen Bit genommen, weil der andere war schon ein bisschen ausgenudelt. Und immer ein Gefühl hat sie, ne? So, ich löse sie jetzt erstmal alle an. Das hat super geklappt. Bis jetzt. Okay. Das Knacken ist ganz normal, nicht wundern. Wenn das Gewinde drin stecken wird, bestimmt, dann war das Knacken doch bestimmt. Stimmt auch wiederum. Zeig uns deine Tricks. Okay, alle lose. Okay, hat auch super geklappt. Gott segne Mietrakett. So. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Vielleicht nur noch die Subframe hier, ne, rausschlagen. Und dann haben wir den Motor für uns gespalten, ne? Ah, die hat boah, ja, Mann. Kein Wunder, warum die so schwer war. Also, guckt euch das mal an. Nicht zu viel Luftzeit nehmen. Ein Tropfen reicht. Ein Tropfen reicht vollkommen. Dann hat der Nächste, wie zum Beispiel ich jetzt, richtig Spaß dabei. Ja, guck mal, hier war ein schöner, dicker Tropfen drauf. War zu weit vorne. Die Schrauben auf jeden Fall auch gut aufbewahren. Hier haben wir jetzt alles, ne? Die Seite ist auch fertig. Die andere Seite ist auch fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Subframe hier lösen. Dafür haben wir eine schöne Spitze. Also eine schöne Zange um in diese... Das ist so eine gebogen auch extra. So, die Simmerringe haben wir jetzt entfernt. Jetzt haben wir eine schöne Körner. Und dann sitzen wir hier auf der Kurbel. Guck mal, perfekt hier halt. Ne? Machen wir auch nicht das Gewinde kaputt oder sonstiges. Setz mal irgendwas anderes drauf. Hier ist er schon. Ja. So, nach 3, 4, 5 schönen Schlägen haben wir die erste Hälfte raus. Also die haben sich noch gut angehört, ne? Ja. So, die andere Seite, da war ja auch noch was. Ja. Ist draußen. Zack. Vorsicht, nicht fallen lassen. Okay, ein Lager ist drin geblieben. Ist aber nicht schlimm. Ich kann auf jeden Fall noch für irgendwelche anderen Projekte gebrauchen. Ja, super. So, einmal kurz aufgeräumt. Jetzt können wir uns dem Getriebe widmen. Zack. Wir lassen auf jeden Fall erstmal das Öl hier ab. Willst du noch den letzten Schluck bei uns rausnehmen? Da fehlt die schöne Powerway. Den letzten Schluck. Wo ist das schon Öl? Kann man das eigentlich wieder zurückkippen? Wenn es rot ist, kann man es sogar zurückbringen und sagen, hat nicht geschmeckt. Das ist so jetzt. Vorsicht jetzt. Es ist schwarz, Junge, der hat noch nie Öl gewechselt. Muss fast nicht. Einmal schon kippen. Ja, aber doch, wobei, wenn du es kippst, guck mal. Das ist echt schwarz, ne? Guck dich das mal an. Der Motorblock runter, klatscht das beste Tag meines Lebens. So. Boah, was ist das? Da ist alles Mögliche drin. Ehrlich? Aber kein Getriebeöl. Es ist schon alt. Das sieht aus wie ein Ölwechsel beim Diesel. Kannst du, aber willst du trinken? Ich werde nachher. Okay. Machen wir den Deckel zu. So, jetzt können wir aber die 2, 4, 6 Schrauben lösen. Ne? Hey, du kannst zählen. Erstmal immer alle anlösen, immer weil es kann sein, dass sich irgendeine nicht löst am Ende und dann hast du alle rausgeschraubt schon. Na, zack. Und immer darauf achten, dass der Bit wirklich da richtig drinnen sitzt, ne? Sonst du hast so viel Abrieb über. Ja.
nudelt ihr euren Motor oder sonst nudelt ihr die Schrauben richtig ab, ne? Ey, weil da jetzt kein Stage 6 Getriebe ist. Alter, er hat uns gesagt, dass ein Stage 6 Getriebe auch noch drin ist, aber nachdem ich den Zylinder gesehen habe, wage ich zu bezweifeln, was da drin ist, um ehrlich zu sein. Das Problem war auch, er hat damals gesagt, RT-Getriebe, ja, es gibt ja kein RT-Getriebe. Das ist auch nochmal, hat er sich ein bisschen verplappert. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren gerne schreiben, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr zum Beispiel jetzt so die Airbox gekauft habt, die ich habe, und euch wurde erzählt, da ist ein Racing-Zylinder drunter und ihr freut euch, ja geil, 20 PS kannst du locker rausholen mit einem guten Setup, so, ne? Und dann am Ende wurde ihr verarscht, ne? Schreibt gerne in die Kommentare. Okay, jetzt. Oh, lässt sich sogar so lösen, Alter. Bei Piaggio musste ich den immer aushebeln. So. Ey, bitte, lieber Gott. Und? Okay, erstmal kommt die Dichtung mit. Gut, dass da einmal in eine drin ist. Aber das Problem ist, die sind auch nirgendwo markiert, ne? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist gerade verzahnt. Ja, okay, die Dichtung, die kann man eh knicken, die muss sowieso neu. Was ist das? So. Jetzt haben wir das Sekundärgetriebe, ist das, ne? Das ist 100% original. Nein, das ist gerade verzahnt. Ja? Die anderen sind schräg verzahnt. Also die sind schräg verzahnt. Ja, okay. Die sind schräg, aber ab hier ist ja gerade. Mhm. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das sofort erkennt, ob das ein anderes Getriebe ist. Hier ist irgendwas gerade eingraviert, ne? Ich bin jetzt auch nicht so der Getriebenspezialist, aber ja, die sind auch gut, die sind auch super. Die haben auch kein Spiel, wenn man seinen Finger reinsteckt und hin und her wackeln. Okay. Würde man so spüren. Gut, der Simmering ging so einfach raus, aber ja. Der hält halt trotzdem dicht. Ja, super, das ist gut auf jeden Fall. Das können wir jetzt auch beiseite tun. Ja, Getriebedeckel habe ich jetzt auch provisorisch erstmal draufgeschraubt, Getriebe wieder rausgenommen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Könnt gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben. Guckt euch diese Hände an, Alter. Eine richtige Schraubehände. Wir werden gleich wieder glänzend. Und ja, ich bin schon echt enttäuscht, Alter, vom Zylinder. Jetzt ohne Scheiß, dass mal mies angenommen worden ist. Dafür sieht der Zylinder natürlich noch in Ordnung aus. Guck, wie schön da reingeht. Ja, okay, er ist eigentlich drin, aber egal. Er ist schon ein bisschen traurig. Auf jeden Fall könnt gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben. Ich würde sagen, mach's gut, schaltet ein, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich somit. Ciao. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.